Hallo zusammen zum App-Review Nummer 140 und wie bei jedem meiner 10 App-Reviews zeige ich euch diesmal die besten Apps, die Top 5 der Videos, 131 bis 139 sind es diesmal und die sind hier oben schon in diesem Ordner versteckt und wir fangen einfach mal mit Platz Nummer 5 an. Ich kann schon von vornherein sagen, dass wirklich jede dieser Apps macht unglaublich viel Spaß und man könnte sich eigentlich direkt jede kaufen. Wir fangen hier erstmal an mit Fragger. Und Fragger ist so ein kleines Geschicklichkeitsspiel oder Denkspiel so und so ein bisschen was in die Richtung geht. Und zwar ist man hier dieser kleine Typ und schmeißt mit Granaten um sich und muss versuchen, diese Typen hier in die Luft zu jagen. Das versuchen wir jetzt hier gleich mal. Das war schon mal recht erfolgreich. Und jetzt muss ich den da unten noch irgendwie erwischen. Das finde ich immer sehr schön, dass die Zielvorrichtung hier immer direkt bleibt und man nicht ganz neu laden muss. Okay, der war zu weit. Der könnte passen. Ja, der ist gut und wunderbar. Hier sieht man dann noch, wie viele Granaten man haben kann. Man wird am Ende noch bewertet. Und der einzige Kritikpunkt, den ich damals hatte, als ich die App getestet habe, war, dass der Umfang sehr, sehr gering ist. Das haben die Entwickler jetzt ausgebessert. Es gibt jetzt statt... Ich hoffe, ich kann euch das zeigen, genau. Statt nur diesem Desert Strike gibt es jetzt noch Lost City Planet, da bin ich auch noch gar nicht, und Atlantis gibt es auch noch. Das heißt, hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Umfang dazugekommen und für 79 Cent ist das erstens sehr, sehr günstig und zweitens macht es sehr, sehr viel Spaß. Jetzt gehen wir weiter zu Platz Nummer 4 und das ist für mich NBA Live. Das ist eine etwas teurere App von EA Sports. Sie war auch, glaube ich, in der letzten Zeit mal kurz reduziert. Kostet 5,49 €. Und was man hier in dieser App macht, ist, man spielt Basketball. Ich muss persönlich sagen, dass ich vom Basketball so gut wie gar keine Ahnung habe. Aber mir macht diese App trotzdem irgendwie sehr, sehr viel Spaß. So, genau. Dann wollen wir mal loslegen. Ich bin hier die Mannschaft, die jetzt höchstwahrscheinlich gleich einen Korb kassieren will. Man kann, wenn man den Ball nicht hat, kann man hier unten immer mit Tackeln oder so auch in die Luft springen. Sonst steuert man mit hier unten. Hier mit dieser Taste passt man, wenn man die länger drückt, kann man die Ziele genauer auswählen, so. Und mit dieser roten Taste hier oben springt man und wenn man dann im richtigen Moment loslässt, so wie ich das hier gerade nicht geschafft habe, aber jetzt nochmal versuche, dann wirft man auch einen Korb. Hier oben sieht man dann hier die ganzen Anzeigen. Ich kann euch leider nicht sagen, ob die alle original sind hier, die Namen, weil wie gesagt, Basketball ist sonst nicht so mein Fachgebiet. Trotzdem, die App ist wirklich sehr, sehr cool. Auch die Grafik finde ich cool. Die Animationen sind sehr, sehr flüssig. Das Einzige, was halt nervt, ist das Verteidigen, weil ich da irgendwie immer nur stumpf auf alle Knöpfe rumdrücke, um irgendwie den Ball zu bekommen. Aber wie gesagt, für Basketballfans oder für die, die es werden wollen, oder für Leute wie mich, die einfach nur so ein bisschen spielen wollen, da ist die App auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Wir gehen weiter zu Helsing's Fire. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr coole App und ich habe jetzt hier auch mal ein neues Spiel gestartet, damit ich euch das besser zeigen kann. Ich hatte das ja schon einmal, also in meinem ersten Review habe ich das auch versucht zu zeigen, aber da war ich an einem Bossgegner dran, den ich nicht tot bekommen habe. So, was muss man hier machen? Man hat hier erstmal dieses schöne Lichtlein hier, mit dem man versuchen muss, erstmal alle Ratten hier reinzubekommen von der gleichen Farbe. Zum Beispiel das hier hat noch so einen blauen Schutzring, hier ist eine blaue Ratte und da hinten sitzt noch eine rote, die ich nicht mit der blauen erwischen darf, weil die dann sonst auch noch so einen Schutzring bekommt. Das heißt, ich zünde jetzt hier erstmal, so, die ist weg und jetzt muss ich hier noch die beiden roten erwischen, zack und fertig, das Level ist geschafft. Das ist so das Grundprinzip. Am Ende oder später kommen wir noch viele neue Gegner hinzu, an manche darf man nicht zu nah rankommen, weil die sonst das Licht, also mit dem man hier zielt, auslöschen. Manche bewegen sich, nachdem sie getroffen wurden, manche muss man halt dann zweimal treffen. Also wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Ich kann euch ja hier nochmal ein Beispiel zeigen, so zack, und jetzt sitzen hier unten noch zwei blaue und jetzt zünde ich da noch die Bombe. Das ist das grundlegende Spielprinzip, sehr, sehr motivierend, ein großer Umfang, wie man das von... ich weiß nicht, Click Gamer kommt das, Chillingo, ich weiß, ich will nicht lügen, aber auf jeden Fall ist der Umfang sehr, sehr cool, wird auch immer wieder aktualisiert und kostet gerade mal 79 Cent, das heißt, da sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Mal gucken, bekomme ich das hier noch hin. Ich muss hier alle erwischen. Das dürfte passen. Und jetzt die.
und fertig, das Level ist auch wieder geschafft. So, und jetzt mit diesem Erfolg gehen wir gleich in die nächste App. Und zwar sind wir schon bei Platz Nummer 2. Und jetzt kann ich schon mal sagen, jetzt kommen zwei Gameloft-Apps oder eins, das ist egal. Auf jeden Fall kommen zwei Spiele von Gameloft. Das erste hier auf Platz Nummer 2 kostet 3,99 € und ist ein Nachfolger, und zwar von Let's Golf 1. Es handelt sich um Let's Golf 2, was viele neue Verbesserungen bringt. In der Grafik nicht so unbedingt, aber in der Charakterentwicklung. Man kann jetzt seinen Charakter noch mehr verändern durch verschiedene Anziehsachen. Der Charakter levelt auch. Man kann viele neue Sachen freischalten. Ich gehe jetzt hier einfach mal in den Einzelspielermodus. Und machen wir Karriere, ein letztes Spiel unterbrochen, ja. Es gibt dann auch noch Challenges, und was ich hier persönlich am besten finde, ist, dass das Spiel insgesamt fairer geworden ist. Das heißt, wenn man einen richtig guten Schlag macht, also sagen wir mal so, wenn man Let's Golf 2 einen richtig guten Schlag gemacht hat, dann ist der Ball manchmal trotzdem irgendwo anders gelandet. Das hat sich hier verändert, und auch das Putten ist deutlich angenehmer geworden. Ich hoffe, ich kann euch das hier noch zeigen. So, mal gucken, wie der so fliegt. Man kann den Ball hiermit dann auch wieder so ein bisschen andrehen. Aber der kommt, glaube ich, schon ganz gut. Und jetzt hier beim Putten gibt es auch noch eine neue Änderung. Und zwar seht ihr hier jetzt eine Vorschau, wie der Ball denn jetzt ungefähr fliegen wird. Oh, nee, nicht fliegen wird, rollen wird. Der Ball fliegt ja hier im Moment nicht. Oh Mann, wie rollt der denn? Na, perfekt. Und im Birdie geschafft. Wie gesagt, das Spiel geht diesmal so um die ganze Welt. Jetzt sind wir hier gerade in der Wüste. Und ja, ich kann es wirklich jedem Golffan nur ans Herz legen. Obwohl, wirklich realistisch ist das Spiel ja nicht. Aber wirklich, auch für zwei Spieler, der Zwei-Spieler-Modus ist wirklich cool. Und damit kann man sich wirklich stundenlang beschäftigen, was ich auch schon getan habe. Also Let's Golf 2 für jeden auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wir kommen zum Platz Nummer 1, Trommelwirbel. Und zwar ist es Rook Planet. Das ist nur published bei Gameloft. Das heißt, es wurde nicht direkt von Gameloft entwickelt, sondern nur gepublished. Aber das ist auch für mich überhaupt kein Problem. Also warum sollte es eins sein? Denn das Spiel ist richtig gut. Es kostet auch 3,99 €, genau wie Let's Golf 2. Und ist ein Rundenstrategiespiel. Und meiner Meinung nach so das Beste, was es im Moment so für den iPod gibt. Ist auch mit so das Einzige. Also was man hier tun muss, ist im Moment, ich kann ja mal gucken, zerstöre ein Funkturm, zwei Funkturme, drei und bringe dein Kapital auf 50.000. Okay, hier in diesen Fabriken kann ich neue Einheiten ausbilden. Es gibt einen Ingenieur, der reparieren und heilen kann, einfach Soldaten. Und es ist halt immer so Steinschere-Papier-Prinzip, die sind besser gegen, also Panzer sind besser gegen Infanterie und so weiter. Aber da gibt es dann die Gardisten, die Panzer wieder zerstören können und so weiter. Gebäude kann ich durch einfache Einheiten einnehmen, und dadurch bekomme ich dann jede Runde Geld. Und ja, ich kann euch hier einfach mal hier einen Kampf zeigen, oder? Nee, nicht, das wollte ich jetzt nicht so. Und dann greifen wir den hier einfach mal an, dann sieht man hier noch eine Wahrscheinlichkeit, wie viel Schaden man ihm zufügen wird. Ich denke, das wird reichen, das ist, hier ist ein Panzer gegen so eine einfache Einheit. Und so sieht man dann immer hier noch eine schöne Animation. Also insgesamt, das Spiel ist wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr umfangreich. Die Geschichte ist, dass irgendwie so ein Raumschiff, was länger im Weltraum war, jetzt auf die Erde zurückkommt und sehen muss, dass San Francisco und irgendwie so die ganze Welt hier von diesen komischen Maschinen besetzt ist, und man versucht jetzt hier den Boss auszuschalten. Aber jetzt muss man erstmal die Funktürme zerstören. Das so zur Geschichte, die auch wirklich sehr, sehr cool erzählt ist. Man geht dann immer in seinen Home-Raumschiff, also man geht in sein Raumschiff zurück, und dann kann man verschiedene Räume besuchen, mit Personen reden. Also insgesamt schöne Story, tolles Gameplay, und das für 3,99 €. Das heißt, Rundenstrategie-Spielfans auf jeden Fall zuschlagen. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit Video Nummer 140. Wie gesagt, ich kann alle Apps nur empfehlen, alle machen sehr, sehr viel Spaß. Pickt euch die raus, die euch am besten gefallen. Und ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, und ich bin raus hier. Ciao!